Moin, moin. Da ist er. Der neue, das neue Insider-Modell 2024, das zweite, die V200-002. War das natürlich gerade nicht im Video, ne? Also ein bisschen gefaked. Das ist das Klassikermodell und ich habe da ein paar ältere Schürzenwagen dran gehängt, so wie sie bei der frühen Deutschen Bundesbahn unterwegs waren. Eigentlich wollte ich euch die schon viel länger gezeigt haben und ich habe jetzt ein paar mehr davon. Schöne Modelle, alle so aus den Anfang 2000ern. Original der Zug, so wie er da ist, natürlich mit anderen Anschriften, anderen Zielanschriften, wird zum neuen Insider-Modell dazu geliefert, wenn ihr es denn haben möchtet. Ja, sicherlich mal wieder eine schöne Variante und auch mit Schlusslichtern und voll beleuchtet und bevölkern muss man den Zug sicherlich noch selber. Aber sei es drum, eine schöne Kombination. Mich würde mal interessieren von euch, wer denn die V200-002 bestellen wird. Also ich werde es auf jeden Fall machen, weil sie unterscheidet sich doch deutlich von der 052, dem Märklin Klassiker Modell mit der Deutschen Bundesbahn Aufschrift an der Seite. Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber die Front, die sieht schon was anders aus. Dann der ganze Motorraum scheint ja nun auch durchsichtig und neu gestaltet zu sein. Die Seitenfenster, alles ein bisschen anders und hey, wie viele Ford-Varianten haben wir schon von anderen Lokomotiven? Ja, so, jetzt mag der ein oder andere natürlich sagen, das ist mir alles ein bisschen zu schlicht und dann für den Preis von 429 Euro, was sie aber eurem Händler höchstwahrscheinlich nicht kosten wird, denn der eine oder andere Händler gibt dann sowieso schon mal seinen Rabatt für euch raus, weil ihr dann nämlich eh schon viel Geld lasst. Also, ich denke mal, dass dieses Modell, also es gibt zwei Varianten, was passieren kann. Entweder das wird jetzt so durchgeprügelt überall, dass man sagt, warum denn noch eine V200 und muss man doch nicht haben und ich warte doch auf Modell X oder Modell Y, Stichwort Baureihe 66, Dampflokomotive. Ja, okay, aber so eine Ur-200 ist natürlich auch was Schickes. Und wie viele Modelle hat es da schon gegeben, die dann als Insider kamen, weil sie nur irgendeine Formvariante waren. Auf jeden Fall ist es eine komplette neue Konstruktion, zumindest verspricht Märklin das. Und ja, da steckt natürlich auch Entwicklung drin. Natürlich wird das hinterher wieder ein Modell für den normalen Katalog werden. Irgendwann, 4-5 Jahre später, abwarten. Ne? Je nachdem, wie das Modell einschlägt. Also für mich so als Norddeutschen, der mit der V200 groß geworden ist, ist das Ding hier einfach Pflichtprogramm. Also Bestellzettel ausgefüllt und ich werde ihn dann zum Händler bringen. So, was denn noch passiert in den letzten 3-4 Wochen? Eigentlich nicht viel. Gutes Wetter war, ne? Also jedenfalls bei uns im Norden. Letztes Mal habe ich, glaube ich, noch gesagt, ey Leute, passt auf eure Keller auf, dass ihr da nicht absauft. Ich hoffe, das ist auch nicht passiert. Alles ist trocken geblieben, eure Anlagen, wenn sie denn im Keller standen, sind verschont geblieben von dem fiesen Wetter und dem vielen Regen und Wasser. Und ihr habt auch sonst keinen Schaden genommen. Das hoffe ich doch. Und wenn da beim Nachbarn was gewesen ist, bin ich bestimmt sicher, dass ihr da auch mitgeholfen habt. So, aber jetzt kommt was,
was ich mir schon ganz, ganz lange gewünscht habe und jetzt quasi wahrgemacht habe. Wo fange ich an? Achso, ich fange mal fange ich nicht. Ich halte es einfach hoch. Also, tada! So ein großer Kasten, muss ich jetzt mal drüber weggucken. Insider-Rahmen von 2000, was war das? 18? Ach Quatsch, nee. Dummes Zeug, was rede ich denn? 20 oder so? Keine Ahnung. Schon ein paar Jahre her jetzt. Zeit rennt auch so schnell, wegen Corona und alles irgendwie gestrichen in der Zeit. Auf jeden Fall habe ich damals diesen Zug gesehen und habe gedacht, boah, der wäre geil, ne? Und der ist aber trotzdem für mich unerschwinglich irgendwie gewesen. Ausgabepreis, glaube ich, 1249 Euro, wenn man den bestellt hat. Guckt man aktuell ins Netz, bei verkauften Modellen landet man irgendwo bei 1100 und angeboten werden sie teilweise bis 1500. Also da haben noch die Leute einen Sammleraufschlag draufgepackt und anyway. Mir wurde der Zug angeboten, ich habe lange gespart, habe lange gewartet und habe ihn dann bekommen, als dann ein großer Karton dafür zur Verpackung bei demjenigen da war, der ihn dann an mich weiterverkauft hat. Und wie gesagt, ich glaube, eine neben dem dem anderen Zupackungen, wie zum Beispiel im Langen Heinrich, ist das, glaube ich, eine der größten Zugpackungen überhaupt. Und als Insider-Modell sowieso. Ich denke mal, der aktuell jetzt in Produktion befindliche Northlander, der ja auf dieser Variante basiert, wird in einer ähnlich großen Verpackung dann zu den Mitgliedern kommen. Beziehungsweise zu den Händlern, die dann ein paar Karten von guten Kunden bekommen haben, die dann auf einmal so ein paar Teile noch im Laden stehen haben. Wie auch immer sowas geht, es funktioniert. Man kann auch als Nicht-Insider-Mitglied so einen Zug erstehen. Oder eine Lok. Wird höchstwahrscheinlich bei der V200 auch so sein. Und da bin ich auch gespannt, wie viele denn letztendlich, da hält sich ja Märklin mit zurück, ob das wirklich eine große Bestellmenge zusammenkommt oder ob sich das in Grenzen hält, weil je weniger davon bestellt werden, und das ist ja immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Leute dann sagen, oh, nee, den bestelle ich mir nicht, weil ist ja die gleiche Lok wie sonst, dann ist das gut für den Sammler, weil alles, was entweder hässlich ist oder selten bestellt wird, weil es so normal ist, ist irgendwann eine Rarität, weil halt eben nicht so häufig produziert. So, alte Regel. Mal sehen, ob sich das einstellt. Ich werde sie zum Normalpreis bestellen. Aber zurück zum Edelweiß. Ich weiß nicht, ob ihr die Verpackung mal von innen gesehen habt. Lohnt sich das zu zeigen? Ich glaube schon. Ich mache mal den Deckel ab hier vorsichtig. Und da ist nochmal ein richtig schöner weißer Schutzdeckel drauf. Den kann man an die Seite legen. Und dann gibt es hier, ne, das ist so das bekannte Styropor-Tray. Ich habe den natürlich jetzt schon auf der Anlage stehen. Warum? Weil das Kuppeln ist nicht ganz so einfach. Und man sollte sich da auch wirklich tunlichst, wenn ihr euch mal den Zug zulegen solltet, haltet euch da an die Anleitung, weil wenn ihr es falsch macht, könnt ihr da was abbrechen, kaputt brechen.
Da ist extra so ein Löffel dabei, wo man die beiden Wagen zusammenschickt. Nicht irgendwo wie beim alten Rahmen, ne? Den kann man zur Not auch wie so eine Schlange am Hals packen und so den Meter runterhängen lassen. Da passiert nichts. Das dürft ihr aber nicht mit diesem Zug machen. Das geht auf keinen Fall. Beiliegend noch eine Tüte mit Luftbehältern, die habe ich noch nicht angebaut. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das tue. Ich fahre zwar C-Gleise und da soll das gehen. Und bei K-Gleisen geht es auch. Bei M-Gleisen sind die im Weg, irgendwo in den Weichen oder so, schätze ich mal. So, was ist noch dabei? Ja, so eine Spielewelt-Anleitung, ne? Wie man das Ding steuert, wenn man den im Spielewelt-Modus hat. Dann ist noch die klassische Anleitung dabei und hier wird übrigens auch dieser Löffel gezeigt, wie man das kuppelt. Also unbedingt so machen und auch auf einem geraden Schienenstrang kuppeln hat auch Vorteile. Bei mir ist es schon echt schwierig, das hinzubekommen, weil der Zug über alles ist verdammt lang. Genau, was kann er denn? Funktionen, Hinweise, tralala, steht eigentlich soweit nichts dabei und ich bin jetzt auch gerade am gucken, weil normalerweise gibt es doch von Märklin auch immer ein bisschen was zur Story und gerade beim TE-Rahm 501 von der SBB, der 3471, den ich umgebaut habe, ist ja die NS-Variante von den Niederländern. Ja, könnt ihr euch übrigens dann in dem anderen Video angucken. Also da gibt es dann nochmal ein spezielles Umbauvideo dazu. Das kann ich euch hoffentlich verlinken, entweder in der Beschreibung unten oder mal eben gucken, ob ich den Link da oben einbaue. Nee. Der hat also volle Funktionen. Der nutzt die 32 Soundfunktionen vollkommen aus. Und im Booklet steht also nichts zur Geschichte dieses Zuges drin. Ja, die Ära RAM TE hat ja ein jähes Ende gefunden mit dem Unfall in, schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele Tote, ganz schreckliches Unglück gewesen und dann sind die noch ein paar Jahre gefahren oder eine kurze Zeit gefahren, ich weiß noch nicht mal, ob es Jahre waren und dann war diese Zeit dieses doch für die damalige Zeit sehr futuristischen Dieseltriebzuges aus. Was ich vorhin vergessen habe, hier ist noch so eine spezielle Plastikhalterung drin, wo der Triebkopf aufgesteckt ist, damit der beim Transport keinen Schaden nimmt. Okay, so mache ich den Kartönchen mal wieder zu und gehe dann gleich mal mit euch zur Anlage und zeig euch das Schätzchen und wir drehen mal eine Runde. So, im Hintergrund habe ich dann den 39706 stehen und im Vordergrund steht der 3471, also der von mir umgebaute. Und ja, wo ist der Unterschied? So in dieser Perspektive sieht man das nicht, aber der Insider TE-RAM unterscheidet sich vor allem in der Länge. Also der ist 1:87 und kommt mit seinen zwei Zwischenwagen auf circa 1,10 Meter.
Und das klassische Modell von Märklin, was ja über viele Jahrzehnte produziert wurde, bis hin zu dem 3471, und danach gab es, glaube ich, noch einen mit einem Sinusmotor, der wurde ja immer in dieser Länge so circa 90 cm gemacht, wenn man dann den Zwischenwagen auch noch dabei hat. Und ja, dann lasse ich mal einfach den guten alten 3471 starten. Und er hat den gleichen Sound bekommen wie der Insider RAM. Und so ein bisschen Beleuchtung und Inneneinrichtung und so weiter und so weiter. Und ja, hab die Post. Und wenn er dann oben im Tunnel ist, dann wird er automatisch schon ein bisschen leiser. Und lassen wir den da einfach mal verschwinden und widmen uns dann etwas mehr dem Insider. So, was kann er denn? Der kann natürlich eine ganze Menge und vor allen Dingen kann er auch Radau machen. Ich muss jetzt mal eben gucken, mal ein bisschen weiter aufmachen hier noch das Ganze. Ups, das wollte ich gar nicht. Wenn man sich das hier anguckt, die ganzen Funktionen, dann gehen wir da mal. Gehen wir da ruhig mal hin. So, da haben wir es. Das ist schon eine Menge, was der kann. Also, ups, na komm, na, mit Maus geht's besser. So, ja, also die ganzen Soundfunktionen, die uns hier zur Verfügung stehen und ja. Diverse Lichtfunktionen, das ist schon eine ganze Menge. Allein die Beleuchtung hier, also Tischlampenbeleuchtung, ist natürlich ein bisschen verrückt, ne? Aber ja, doch einiges mehr als das, was ich da in dem 3471 nachgerüstet habe. So, und wenn ich nicht irre, dann kann der 3471 uns auch ein bisschen was, ach, der Insider RAM uns auch ein bisschen was erzählen zu seiner Geschichte. Und dazu zoome ich mal ein bisschen weiter ran an die Maschine. So, dann wollen wir mal hören, was der Herr von Märklin uns über diesen Zug zu erzählen hat. Zur Einführung eines hochwertigen TEE-Netzes in Europa zum 2. Juni 1957 vereinbarten die Schweizerischen Bundesbahnen und die Niederländischen Eisenbahnen bereits im Jahr 1955 die gemeinsame Entwicklung eines neuen Dieseltriebzugs in der Konfiguration VT, VM, VM, VS. Die Triebköpfe wurden von Werksbohr in Amsterdam gebaut, die Mittel- und Steuerwagen hingegen von SIG im Schweizer Neuhausen. Braun und Boveri in Baden lieferte die Elektroinstallation. Alle Fahrzeuge waren in selbsttragender Röhrenkonstruktion ausgeführt. Im Maschinenraum des Triebkopfs befanden sich zwei Dieselmotoren mit 16 Zylindern in V-Form mit je 1000 PS. Die angeflanschten Hauptgeneratoren lieferten den Strom für je zwei BBC-Traktionsmotoren auf den Endradsätzen der beiden dreiachsigen Drehgestelle. Ein separater Dieselmotor versorgte das Bordnetz. Um den Fahrgästen ein angenehmes Reisen zu ermöglichen, verfügten die Fahrzeuge über exklusive Polstersitze, Doppelverglasung der großen Fenster mit innenliegenden Jalousien sowie einer Klimaanlage. Stationiert waren alle fünf Triebzüge in Zürich. Nach einem verheerenden Unfall des Bavaria 1971 standen die verbliebenen Fahrzeuge bis Ende Mai 1974 im Einsatz. 1977 wurden sie an die kanadische Ontario Northland Railway verkauft. 6 Jahre nach Einsatzende 1992 konnten zwei Steuerwagen, zwei Abteil- und ein Speisemittelwagen zur Restauration und Erhaltung in die Niederlande zurückgeführt werden. Jo, das war's denn auch schon, was man uns zu erzählen hat. Liegt immer auf der letzten Soundfunktion des Wagens, des Triebkopfes. Ja,
Genau, ne? Also in euren Soundeinstellungen, bla bla. Ne? Und ich sabbel Mist. So, Luft ablassen. Ich würde dann mal sagen, wir fahren einfach mal langsam den Zug an, damit ihr dann auch die Länge und die Beleuchtung sehen könnt. Ja, genau. Also, ach so, halt. Nee, das machen wir nicht, das machen wir richtig. Da muss natürlich noch der Sound an. Der ist jetzt nicht so laut eingestellt wie der 3471, den ich umgebaut habe. Jetzt macht es schon ein bisschen mehr Dampf. Aber insgesamt hört sich der Lautsprecher auch noch ein bisschen dynamischer an, als wenn man jetzt den normalen Lautsprecher von Märklin nachgerüstet hat. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und die Abstimmung auf die Geschwindigkeit ist auch ein bisschen besser. Ja, da sieht man schon, dass die Wagen auch alle ein bisschen länger sind. Ich hätte mir gewünscht, dass der ein paar Figuren drin hat. Also das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ja, und da zieht er dann schon von dannen. Signal rot, ne? Und Strom weg, dann geht es natürlich nicht weiter. So, jetzt müssen wir irgendwie einmal wieder auf die Hauptstrecke kommen. Zack, Hauptplatte, los und ab geht's. Hört man nochmal schön das Starten. Dann kommt dann gleich die Einfahrt in den Bahnhof. So. Lassen wir ein bisschen Luft ab und gucken nochmal, was gibt es hier für eine schöne Bahnhofsdurchsage. Ah. Jetzt was auf Deutsch. Ah, was Französisches. Na gut. Okay, also das soll es dann soweit zum Fahren gewesen sein. Und wir sehen hier Maschinen einmal aus. Türen zu. Ups. Meine Güte, habe ich auch ein bisschen dicke Finger. Ja, was kann ich zu dem Zug noch sagen? Wo ihr euch vorher Gedanken machen solltet, bevor ihr das Ding kauft. Der schwenkt wahnsinnig aus. Ich musste das kleine Streckenwärterhäuschen bei mir oben an der Steigung, das musste ich etwas versetzen. Das war natürlich richtig. Eins von den Häusern, was richtig schön eingegipst war, klar, ne? Also richtig was rausbrechen, überall wieder alles mit weißem Brösel voll und so weiter. Nicht so gut, aber ja, das ist jetzt eine Herausforderung, die war zu meistern. Wenn man natürlich, so wie ich, dann auch noch Oberleitungsmasten stehen hat, da muss man schon ganz schön aufpassen. Ihr kennt das noch von dem VT08.
aus dem Video, da ist er dann ja hängen geblieben und daraufhin habe ich dann einen neuen Gittermast besorgt von Bechler und habe dann da so einen Gittermast mit Dreifachausleger montiert, damit solche Züge halt auf meiner Anlage fahren können. Und auch andere Wagen, die nahezu 1 zu 87 in der Länge sind. Also da, wenn es dann lang wird, na, muss man schon mal gucken, dass das passt. So, ich wollte euch nochmal hier das Löffelchen zeigen. Ne? Nicht verlieren, das Teil ist absolut wichtig für diesen Zug, um den sauber zu kuppeln. Klar kann man das auch sonst hinkriegen. Ist aber, glaube ich, nicht so unbedingt so eine gute Idee. Jo, das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Und mehr ist denn auch nicht. Es ist ja auch Sommer. Ne? Und ich kann für euch nur so ein bisschen Unterhaltung gerade produzieren. Also ich baue gerade nicht viel. Das ist natürlich jetzt so ein Highlight, was ich gekauft hatte. Und den Gag mit der V200 am Anfang, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Wie gesagt, hinterlasst gerne eure Kommentare zu beiden Zügen. Ich freue mich auf euch und auf die Kommunikation mit euch, wie immer. Sagt doch mal, ob ihr sie bestellen werdet oder nicht. Bin gespannt. Jo, ansonsten munter bleiben und halt die Ohren steif. Wenn ihr Urlaub habt oder irgendwann Urlaub habt, sicherlich auch eine gute Sache. Okay, bis dann. Tschüss.